Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Alvas Awakening weiter. Wir befinden uns im Bernstein-Heiligtum. Offensichtlich der erste Dungeon in diesem Spiel oder so, keine Ahnung. Und wir gehen jetzt hier einfach mal durch und sollen irgendwo einen großen, fiesen, bösen Gegner besiegen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und nebenbei noch das grüne Juwel finden. Und das sollte doch irgendwie im Bereich des Möglichen liegen. Übrigens habe ich vorhin noch gesehen, im Optionsmenü, unten steht ja Bernstein-Heiligtum. Das ist offensichtlich das rote Gebiet auf der Karte, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Da steht eben auch Orbs 1 von 12. Heißt das jetzt, dass in diesem Bernstein-Heiligtum 12 Orbs insgesamt zu finden sind und wir die alle finden müssen, um irgendwas zu bekommen? Könnte durchaus sein, oder? Oh, das ist aber ein großer Orb. Und da ist wieder was Grünes. Und kann ich mich hier draufstellen oder geht das schief? Ich kann mich hier draufstellen, aber es passiert erstaunlicherweise nichts. Auch wenn das sehr seltsam aussieht. Dieser grüne Schalter, der ist doch für irgendwas nützlich, oder? Die schießen aber relativ präzise. Warum tut ihr denn das? Ich werde gleich sterben, ich sehe es kommen. Ich will doch eigentlich nur hier unten drauf und den ollen Knopf drücken. Der kein Knopf ist. Wollte ich mich veralbern? Das ist doch ein Knopf. Hä? Warum ist das kein Knopf? Der hat eindeutig eine Knopffarbe. Warum ist das kein Knopf? Toll, hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Muss ich da irgendwas draufstellen oder drauffallen lassen oder so? Aber oben im Raum war doch nichts, oder? Nee. Ich meine, ich kann höchstens... Nee. Das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Wir gehen hier weiter, weil mir hier zu scharf geschossen wird. Das komische Vogelgesicht auf der rechten Seite stört mich gar mannigfaltig. Die Tatsache, dass ich nur noch einen Lebenspunkt habe, stört mich auch ein ganz klein wenig. Okay. Nochmal gut gegangen. Dab, 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 dab. Ihr dürft aber ruhig mehr Herzchen fallen lassen, ihr kleinen Schätzchen. Sowas in der Art zum Beispiel, danke. Ja gut, und nu? Mein Controller vibriert leicht. Warum ist das so? Ich frage mich, ob ich gerade schon irgendwas elementar falsch mache oder vergessen habe oder... Weil irgendwie sieht das so seltsam aus. Das ist... Moment, ist das die Kupfermünze, von der der eine Typ sprach? Ich denke und glaube mal ja. Aber wie kommt man da ran? Moment, das ist irgendwie damit verbunden... Meint ihr, die Stacheln da auf der linken Seite sind fake? Ich meine, könnte sein. Weil der ganze Boden, der sah so irgendwie weird aus. Die sind fake. Ich werd bekloppt. So. Du findest eine Kupfermünze. Sie sieht wertvoll aus. Naja, halt. Kupfer. Das ist ja... interessant. Solche Wände gibt's also auch, ja? Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ja gut, das war jetzt noch halbwegs offensichtlich. Für das geschulte Abenteurerauge natürlich. Aber wer weiß, ob mir das in Zukunft dann immer auffallen wird. Also wie gesagt, Ersteindruck recht positiv. Scheint irgendwie cool zu sein. Dafür aber wahrscheinlich auch dann dieses Vibrieren, was ich im Controller spüre. Au. Wobei ich mich jetzt gerade so frage, war das nicht eigentlich so ein Optionsding? Ich hatte diese Hilfdinger am Anfang nicht aktiviert, oder? Ich habe die doch wieder ausgemacht. Aber stand da nicht auch irgendwas? Nee, Quatsch, Vibration. Ich hätte die nur noch stärker machen können, glaube ich, ne? Das war neben der Sound-Geschichte. Okay. Gut, schnell speichern, weil Kupfermünze geholt. Oh, das Speichern füllt auch meine Lebensenergie wieder auf. Das ist sehr gut. Und weiter im Text. Wir haben mehr wunderbar grüne Blöcke. Halten die das Feuer von euch auf oder nicht? Ja, halten sie. Das ist sehr gut. Okay, Moment. Da kann ich einmal so machen und einmal so. Dup-di-dup-di-dup. Und auf einmal bist du gar nicht mehr so gefährlich. Du kleiner Schnupskopf, du. So.
Lalalalala. Okay, das wiederum könnte gefährlicher sein. Hi! Ha! Hu! Hi! Hui! Schnups, okay. Zweiter Orb. Zweifache Grund, glücklich zu sein. Ist das hier eine Tür? Kann ich hier durchgehen? Nee, wenn ich hochdrücke, passiert nichts zumindest. Oder vielleicht muss ich einen Knopf drücken? Nee, sieht nicht so aus. Gut, gegen euch zu kämpfen bringt, glaube ich, nicht so wirklich was, weil ich auch keine Erfahrungspunkte oder so verdiene. Wobei, naja, weiß man nicht. Vielleicht ist es auch eines dieser Spiele, wo man ab und zu mal... Mein Controller hat wieder vibriert übrigens. Vielleicht ist es eines dieser Spiele, wo man ab und zu mal alle Gegner auf dem Bildschirm besiegen muss, damit irgendwas Glorreiches passiert. Könnte ja zumindest sein. Dupdi-dup. So, jetzt haben wir hier schon wieder so ein Ding. Aber da haben wir jetzt diesmal auch so einen grünen Dings da. Hier, Block. Dupdi-du. Okay. Dann schmeißen wir jetzt den grünen Block da drauf und warten auf ein Wunder. Und? Es passiert ein Wunder. Ein wunderbar glorreiches Wunder. Links kann ich wieder speichern oder ich kann einfach hier runtergehen. Hui! Weiß ich gerade nicht, ob ich das will. Ich will eigentlich lieber erstmal hier links gucken. Dass hier direkt wieder ein Speicherraum zu sein scheint. Ja, ist irgendwie strange. Oh. Und wer bist du, meine Dame? Hallo? Geh und entzünde die Flamme in der Mitte des Raumes. Dann kannst du von hier aus neu beginnen, wenn dein Abenteuer endet. Ja, das ist die Definition von Speichern. Danke, liebe Rittersfrau. Du hast mir sehr weitergeholfen. Verlorenes Tal. Das ist ein anderer Eingang. Das ist der Eingang. Aha. Warum hat das Bernsteinheiligtum zwei Eingänge? Und warum war es so wichtig, dass ich den oberen Eingang nehme? Weil ich nur vom oberen Eingang aus den Boss erreiche? Vielleicht? Vielleicht muss ich danach dann nochmal drumherum gehen. Moment, wir werden sehen. Das mit den... Ah, guck mal. Die Plattformen bleiben sogar gespeichert. Der Block selber ist aber wieder nach oben gerutscht. Wir machen jetzt erstmal so und so. Und gucken, was hier links ist. Das sieht nämlich harmloser aus. Da ist ein Schlüssel. Yay. Okay. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ich kriege dich, ich finde dich, ich mag dich. Friendly Fire ist offensichtlich aus. Die Knochenfuzzis werden nicht getroffen. Von der magischen Flammenmagie. So. Hallo, lieber Schlüssel. Ich mag dich. Da links wird nichts sein. Nein, nein, nein. Jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. Also, ich versuche euch dann immer darauf hinzuweisen, wenn ich irgendwie merke, dass der Controller vibriert. Oder ich weise euch nicht darauf hin und gebe dann einfach damit an, wie unglaublich toll ich spiele und dass ich ja ein fabulöses Gefühl einfach dafür habe, wie gewisse Dinge funktionieren. Ich komme hier nicht hoch, aber vielleicht von der anderen Seite. Wobei das irgendwie doof aussieht vom Sprung her. Moment. Ja, sieht doof aus. Ich hätte erst ein bisschen mich fallen lassen sollen. Das war doof. Egal. Ach, bringt mir gar nichts. Lustig. Ja, gut, dann halt nicht. Könnte ich irgendwas anderes? Ne, den kann man zum Beispiel nicht schieben. Und wenn, dann könnt ihr sowieso nur schieben und nicht ziehen. Bringt mir das alles nichts. Ich brauche einen Doppelsprung. Verdammter Schnups. Ja, und nu? Ja, sehr toll. Ja, sehr toll. Hä? Okay, wie hätte ich das jetzt gescheit machen sollen? Das war jetzt irgendwie ein bisschen fies. Hat der eine Kanone oder was trägt er damit sich rum? Oder freut er sich einfach nur mich zu sehen? Schnups, schnups. Okay. Zwei Treffer und tot. Hier kann ich nicht rein. Kartenmäßig, wo bin ich? Oben wäre auch interessant, aber wir gehen erstmal hier nach rechts. Oh, ist das etwa das sagenumwobene grüne Juwel? Du findest das grüne Juwel. Es strahlt mit einem geheimnisvollen Licht. Es passt perfekt auf deinen Stab. Sehr gut. Halte nach oben und drücke Angriff.
um Blöcke zu erschaffen. Jeder neue Block verbraucht Magie, also musst du etwas warten, bis dein Magiestand wieder aufgefüllt ist, bevor du einen neuen Block erschaffen kannst. Okay, es ist kein Doppelsprung, es ist Blockmagie. Und hier scheint irgendwas zu sein, weil mein Controller ist schon wieder seltsam. Okay, Moment. In der Luft Blöcke erscheinen lassen. Aha. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir so gedacht habe. Weil das vor allem nicht so funktioniert, wie ich gehofft habe. Ich kann auch immer nur einen Block erschaffen. Das ist weird. Moment. Ja, dann komme ich ja jetzt hier trotzdem nicht weiter. Also selbst wenn hier irgendetwas ist, dort oben drauf kann sie sich auch nicht stellen. Oder ich verstehe die Blockmagie noch nicht. Kann ich noch irgendwas anderes damit machen? Ich erschaffe einen Block. Ich haue einmal drauf, er geht fast kaputt. Ich haue nochmal drauf, er geht ganz kaputt. Ja gut, und ich kann ja so einen Block nicht unter mir erschaffen, sodass ich den irgendwie zum Absprung oder so nutzen kann. Okay, das ist weird und seltsam. Ich weiß nicht, ob das... Wahrscheinlich wird das Spiel wirklich, dass man irgendwann später nochmal zurückkehrt. Kann durchaus sein. Wir werden es zu gegebener Zeit irgendwann erfahren. Vielleicht. So, wo bin ich jetzt hier? Weiß man nicht. Achso, Moment, doch. Hier... Ach halt. Nur kurz überprüfen. Was ich hier sehe. Aha, achso, das ist das. Okay. Ja gut, verstehe ich. Dann gehen wir doch jetzt mal hoch. Das scheint ja im Bereich des absolut Möglichen zu liegen. Du. Was mir aber absolut nichts bringt, offensichtlich. Hii. Haha. Du kleiner Vogelschnups. Ah, sehr gut. Hatte das eine Bedeutung, dass der eine andere Farbe hatte als die übrigen Schalter? Ich weiß ja nicht. Unter mir geht's doch aber bestimmt auch noch weiter, oder? Ich glaube schon, dass unter mir was ist. Und unter mir ist dann nämlich auch dieser komische Raum. Ja. Genau. Okay. Blitz? Das ist keine Blitzmagie. Okay. Hätte ja unter Umständen sein können, ne? Gut, aber dann ist das Rätsel jetzt gelöst, denn... Ah ja, das ist dann der Geheimraum. Okay. Gut. Ja. Dann tut es mir leid für diesen Umweg. Aber das war wichtig, das zu recherchieren. Und im Endeffekt, ja gut. Durch das Zusammenspiel aus Vibration, auf die Karte gucken und ausgeklügelten Menschenverstand ist es mir gelungen herauszufinden, dass es dort tatsächlich weitergeht. Wenn das mal nichts ist, ich will dort gar nicht lang gehen. Schnie, schna, schnu. So. Dup, di, dup, di, du. So viel zu ausgeklügelter Menschenverstand, aber belassen wir das dabei. Der Sprung ist ziemlich knapp. Na, komm. Ich will meinen Block. Ich will meinen blockigen Block. So. Block. Block, Block, hurra. Du. Aber wie gesagt, mehr Herzchen wären irgendwie nett. Dass ich die ganze Zeit hier kurz vorm Abgrund stehe, nervt mich nur ein ganz kleines bisschen. So, liebe Plattform, trage mich nach rechts hinüber zum wunderbaren Speicherraum. Zumindest die scheinen ja sehr zahlreich gesät worden zu sein. Was ich sehr komfortabel finde. So, Spiel gespeichert. Und weiter geht's. Lavasee der Verdammnis. Oder Tomatensuppe, je nachdem, was ihr drin sehen wollt. Hier geht's nicht weiter. Hier auch. Wobei. Nee. Sieht nur so aus. So, und du, genau, du feuerst dann nämlich, das ist blöd, aber sollte mich nicht zu sehr irritieren. Die haben eine ziemliche Reichweite mit ihren Schüssen, aber nicht so eine hohe Sehkraft. Die Dinger wiederum, die haben eine relativ hohe Sehkraft und die sind auch sehr präzise. Igitigitigitigitifui. Igitifui. Scheiße.
Gibt es eine Möglichkeit, da gescheit an den Orb ranzukommen? Ich bin so dumm. Game over. 2 Tode. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass die gezählt werden. Ich finde das ein bisschen frech. Aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. La-da-da-da-da. So. Das war jetzt auch ein bisschen überfordernd. Dieses Scheißvieh mit seinem automatischen Dauerfeuer. Das nervt mich tierisch. So. Kann ich einen Block hier erschaffen? Ja, kann ich. Der steht sogar einigermaßen gut. So. Zack. Und dann hüpft die. Und hüpft die. Okay. So. 5 Orbs. Haben wir fast die Hälfte. Und nu? Brauche ich dich? Ich hätte gesagt, ja. Aber warum sollte ich ihn hier nach rechts schieben? Das wäre doch dumm, oder? Schieben wir ihn doch lieber so und dann so. Oder? Ah, nee. Ja, deswegen. Aber trotzdem, irgendwie ist das doch blöd. Hä? Ja, ich brauche 2 Blöcke, das habe ich verstanden, aber... Aber wie kriege ich denn den... Hä? Was mache ich denn? So. Jetzt fällst du runter. Und jetzt? Sind die Stacheln nicht real, oder was? Vor allem ist es doch... Hä? Ich verstehe das nicht. Ach so, nee. Moment. Das erste schwierige Rätsel im Spiel und ich bin überfordert. Ich könnte theoretisch so machen. Und dann... Naja, nee, bringt mir auch nicht wirklich was. Hering ist traurig. Vor allem sehe ich es gerade nicht so wirklich, was ich hier jetzt machen soll. Also ich brauche 2 Blöcke, das verstehe ich. Aber ich kann doch nicht... Wenn ich dich da jetzt drauf schiebe, bringt ja nichts. Ich kann dich ja dann ja trotzdem nicht weiter verschieben. So. Und ich kann ja meinen Block auch nicht... Oder man macht so. Das geht natürlich auch. Das ist scheiße. Ich habe nicht auf die Dinger geachtet. Jetzt hätte ich eigentlich unten rechts in der Ecke noch gerne geguckt. Da ist doch bestimmt irgendwas. Ja, hier ist tatsächlich was. Ja. Also, hätte ich gedacht. Warum ist hier jetzt nichts? Wofür ist das? Jetzt mal ernsthaft. Hier ist auch keine Leiter versteckt oder so? Das kann mir doch keiner erzählen. Ich weiß nicht so richtig, was ich da versucht habe. Sehr gut. Okay. Bernstein-Heiligtum. Mysteriös. Mysteriös, mysteriös. Ja, und ansonsten gute alte Schule, ne? Also Speicherpunkte sind zwar zahlreich vorhanden, aber aufpassen musst du trotzdem, weil ansonsten hast du diverse Laufwege wieder vor dir. Sehr schön. Ja, Ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß mit diesem Projekt hier haben. Oh ja. Also, au. Ich weiß nicht, ob ihr tatsächlich so viel Spaß haben werdet, aber ich werde zumindest auf Trab gehalten. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. So, das ist also so gemeint, damit man so machen kann, damit man so machen kann und dann so. Ach, ist die Welt nicht herrlich und einfach. Also, das Einzige, was ich jetzt natürlich noch nicht probiert habe... Scheiße. Was passiert, wenn ich einen Block hier reinschiebe? Rein.
gar nichts. Nach oben geht es auch nicht. Dies macht keinen Sinn. Sehe ich hier irgendwas anderes auf der Karte? Nö. Ich werde gleich sterben. Das ist ungut. Okay, das lief besser als gedacht. Gib mir ein Herz, gib mir ein Herz. Bitte gib mir ein Herz. Herz. Ich will doch nur ein kleines, süßes Herz haben. Dich von hinten angreifen wir, glaube ich, am besten. Angreifen ja, reinlaufen eher nein. Tode, 4. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal stürzen wir uns wieder todesmutig in diese Räume hinein und werden dann hoffentlich weiterkommen. Ich bin gespannt, ob es gelingen wird. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein und ich sage dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.